Wie setzen sich die Erlöse in der Direktvermarktung zusammen? Mit unserem Erlösrechner können Sie mit wenigen Eingaben sehen, wie sich die Erlöse in der Direktvermarktung zusammensetzen. Die Zusammensetzung der Erlöse unterscheidet sich durch die Inbetriebnahme der Anlage vor oder nach dem 01.01.2016. In diesem Video erfahren Sie, wie sich die Erlöse einer Anlage mit Inbetriebnahme vor dem 01.01.2016 zusammensetzen. Ohne Direktvermarktung erhalten Anlagenbetreibende über 20 Jahre eine fixe EEG-Vergütung vom Netzbetreiber für die eingespeiste Strommenge. Doch der freiwillige Wechsel in die Direktvermarktung bringt Anlagenbetreibenden einen finanziellen Mehrerlös ein. Das funktioniert so. Der Direktvermarkter vermarktet dabei den erzeugten Strom der Anlagenbetreibenden und zahlt diesen monatlich den sogenannten Marktwert aus. Dieser allgemeingültige Marktwert wird monatlich auf der Webseite www.netztransparenz.de veröffentlicht. Vom Netzbetreiber erhalten Anlagenbetreibende dabei die Marktprämie, die das Delta zur bisherigen EEG-Vergütung ausgleicht. Zusätzlich erhalten Anlagenbetreibende vom Netzbetreiber die Managementprämie als Mehrerlös für den Wechsel in die Direktvermarktung. Das sind 0,4 Cent pro Kilowattstunde. So setzen sich die Erlöse in der Direktvermarktung zusammen. Berechnen Sie jetzt Ihre Erlöse.